Kapitel 11 Am Leben. Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht, riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Roderick, aber psst. Oh, das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Nein! Verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun... Hugo schläft. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Okay. Na also. Das so hätte ich es auch gekonnt. Wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Ja, ja, lass mich doch erstmal gucken, ob ich hier noch irgendwas habe zum Einsammeln. Anscheinend aber nicht. Was ist denn hier mit überhaupt? Na los, Roderick wartet auf mich. Na gut. Vielleicht kann der die ja später öffnen. Halt, stopp. Da war was. Okay. Warte. Spürst du das auch? Nein. Was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Überall finde ich hier was, was ich jetzt aber nicht benutzen kann. Na toll. Hm, das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Ja klar. Spiel nochmal den Bullen. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Ah, cool. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Das habe ich vorhin beim Aufräumen gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Okay, gucken wir gleich nach. Ich gucke jetzt hier erstmal kurz. Ausrüstung. Braucht keine Werkstatt mehr, um ihre... Ah, Ausrüstung aufzuwerten. Amika verstärkt ihren Gürtel mit dicken Lederbändern, sodass sie genug Werkzeug bei sich tragen kann, um ihre Ausrüstung aufzuwerten, wo immer sie möchte. Das fände ich jetzt klasse. Weil dann könnte man eventuell zwischendurch mal was machen. Beschleunigt die Munitionsherstellung. Amicia, sieh dir das mal an. Ja, ich komme. Ich mach das jetzt einfach mal. Ich finde den Gedanken daran das so geil. Sollte mir die Sache erleichtern. Auf jeden Fall. Ich komme sofort wieder. Ich muss nur mal eben die Sachen einsammeln, die wir eben hier gefunden hatten. Hat ja schon was für sich. Ich meine, der Typ scheint ja auf der einen Seite clever zu sein und auf der anderen Seite bärenstark zu sein. Waren hier nicht zwei Sachen? Ja, ich helfe dir jetzt gleich. Hallo? So, zumindest den Salpeter konnte ich noch mitnehmen. Macht nichts, wir schaffen das schon. Wir haben doch jetzt einen Schmied, einen Alchemisten und ein Königspaar. Naja, Königsgeschwister.
Vielleicht wirst du noch mit mir das Königspaar werden. Der Alchemist ist mir zu jung. Wo ist er? Da unten. Okay, dann gucken wir hier oben nochmal eben. Hier ist, glaube ich, nichts. Was ist das denn? Ach, das sind die Löcher. Ja, okay. Hier ist, glaube ich, auch nichts. Sieh dir das mal an. Das wird dir gefallen. Ich komme. Doch, da ist was. Ha! Gut, dass ich nachgeguckt habe. So. Dann mal die Leiter runter hier. Kommt uns ja alles irgendwie sehr bekannt vor hier. Auch wenn es jetzt so am helllichten Tag und so verschneit irgendwie anders aussieht. Aber auch irgendwie romantisch. Ich komme zu dir. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia, komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich! Komm schon! Schnell! Ich komm doch, ich komm doch. Ich weiß noch nicht, ob ich da rum... Doch, hier komme ich rum, okay. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein, nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht. Wir sollten es versuchen. Amicia, Lukas! Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Melly, du hast ihn gefunden! Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Derun. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können! Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er befragt sie. Ständig. Sie foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt. Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Mach das. Und was mache ich in der Zeit? Kapitel 12. Alles, was bleibt. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du da nur so ruhig bleiben?
Da hinten ist Feuer. Sieh mal, die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Nicht runterfallen, bloß nicht runterfallen. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas! Was zum... Was ist mit ihnen los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Komm mit! Lukas, darüber denken wir später nach. Los! Es sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an denen sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Okay, schaffen wir das, wenn wir da jetzt durchrennen? Die können ja hier vorbei, ne? Oh Gott. Okay. Okay, das schaffen wir definitiv nicht. Da müssen wir uns wohl doch einen anderen Ort hier ausdenken. Aussuchen. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden Sie spüren. Okay. Geh doch mal weg da. Hä? Wieso gehst du mir jetzt mal aus dem Weg hier? Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Können wir hier auch runterspringen? Nee. Dann müssen wir anders rumgehen. Mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Was ist vor uns? Links oder rechts? Okay, oh, okay, da sind auch noch Ratten. Moment, da muss ich jetzt erstmal... Da oben. Ich habe mittlerweile so viel, dass ich gar nicht mehr weiß. Na komm. Was ich wohin machen soll. Na komm. Okay. Okay, hier ist Licht. Ja, ich würde die zulassen, Junge. Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment, die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Moment, musst du das dann machen? Das war nicht so clever jetzt von mir. Moment. So, Moment. Laterne. Was für eine Laterne? Hier ist keine Laterne. Die kann ich doch nicht nehmen. Oder die da hinten. Oder wie, oder was? Leute, euer Ernst jetzt? Oh Gott. Ich bin hier. Und los, vorwärts! Dreht er das denn auch, oder? Hallo? Achso, der dreht das, wenn ich gehe, okay. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich käme hier ohne dich raus?
Mir wäre es aber schon ganz lieb. Das System funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Nee, nee, keine Sorge. Dann komm, ich werde mich beeilen, bevor die Ratten hier alle durch sind. So, Lukas, wir sind nicht alleine. Oh. Und damit meint sie nicht das Pferd oder den Esel oder was das war. Tut mir leid, aber ich muss die Ratten zu dir schicken. Ja, oder auch nicht. Oh. Okay. Eine Wache. Er lebt noch. Hilf mir! Irgendjemand! Die Ratten! Okay, es tut mir leid, aber wir müssen den Plan etwas ändern. Weil da hinten die Ratten, weiß ich jetzt nicht, ob ich die ablenken kann. Obwohl, Moment. Also theoretisch, die dürfen ja eigentlich nicht weiterlaufen. Ist nur die Frage, ob die da hinten dann auch auf den drauflaufen. Hm. Okay, anscheinend nicht. Das ist schlecht. Gut, da müssen wir nochmal zurück. Der hat die Laterne direkt über sie. Ah, jetzt verstehe ich. Okay, okay. Ob das jetzt so clever ist, weiß ich nicht, aber... Hier, der gehört euch. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Bist du noch da? Was denn, sie hat doch recht. Antworte. Da ist noch einer. Fratschkerle. Was? Habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Okay, dann machen wir es anders. Ich weiß nämlich nicht, ob das so eine clevere Idee ist. So, wir gehen jetzt erstmal nach hier. So. Und dann können wir den Typen umbringen. Das ist mir egal. Nein, ich will den nicht umbringen. Ich will das Feuer eigentlich ausmachen. Achso, das geht gar nicht. Okay. Ja, dann brauchen wir den gar nicht umbringen. Okay. Spare ich mir die Munition. Da ist noch eine Werkbank. Da können wir nochmal gucken. Aber wir haben noch nichts. Okay. Gut. So, wir müssen zur Tür. Das heißt, es tut mir leid. Oder es tut mir eigentlich gar nicht leid. Aber du musst jetzt dran glauben. Oder du musst nicht dran glauben. Ja, kann ich ja gar nicht. Hm. Wir sind hier, Lukas. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Oh mein Gott. Boah, ist die dämlich oder was? Jetzt funktioniert Y auch nicht, geil. Oh. Mädel, wie dumm muss man sein, abzuwarten, bis die Ratten wieder ankommen? Toll, dann das ganze Spielchen noch mal von vorne. Wir sind nicht alleine. Oh. Na komm, da können wir eigentlich auch die Ratten nehmen, oder? Die kommen da auf jeden Fall hin. Okay. Das neben mir. Nee, da war jetzt nichts mehr. Okay.
Das war die falsche Taste. Hier. Der gehört euch. Er hat bekommen, was er verdient. Amicia. Da ist noch einer. Dreckskerle. Was habt ihr getan? So. Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Ach doch, ich kann aber das doch löschen. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Das war jetzt wirklich doof. Okay, okay, okay. Ich weiß, was ich machen kann. Oh, nein, so nicht. Geh mir mal aus dem Weg, Lukas. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen, ne? So, da konnte ich ja jetzt nichts machen, aber ich weiß jetzt, was ich machen kann. So, zack, Fresschen für euch. Er war doch keine Gefahr. So ist es, wir sind hier. Lukas, so ist es auf jeden Fall besser. Hinter dieser Tür. Ich verstehe. Ich bin bei dir. Gehen wir. Oh mein Gott, ist das real? Ja, mein das habe ich auch gerade gedacht. Also ist das mit dem, oh mein ist Gott. Ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein, ich muss ihn sehen. Und mir wird schlecht und das sieht ein bisschen alienmäßig aus. Das habe ich auch gedacht. Ist er dein Vater? Oh fuck. Nein! 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 Was tun Sie da? Oh nein! Was zum Teufel ist das? Lukas! Ich weiß es nicht! Treib sie zurück! Das Ignifa! Schon gut, schon gut! Ignifa, Ignifa! Was war Ignifa? Wir sitzen in der Falle. Schieß weiter. Ich habe aber nicht mehr so viel. Und wo sollen wir hin? Wir sind überall. Willst du lieber hier bleiben? Das halten wir nicht lange durch. Genug. Hört auf. Wow. Ist es vorbei? Ich denke schon. Du hast uns das Leben gerettet. Das feiern wir später. Wir müssen zum Zimmer. Es ist das Fenster da oben. Du solltest die Fackel nehmen. Ja, danke. Gib auch her. Gib sie her. Gib mir die scheiß Fackel. Keine Sorge. Ich gehe voraus. Danke. Ich habe aber selber keine Ahnung, wie ich... Weg da, ihr räudigen Viecher. Oh mein Gott. Da hochklettern kann ich ja nicht, das heißt, ich muss wahrscheinlich hier durch. Oh mein Gott, was ist das? Diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen, doch er? Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Oh, es ist ekelhaft hier. Ich kann schon fast den Gestank riechen. Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Okay, das kann ich nicht nehmen. Wir sind da. Es ist dort oben. Okay. Komm, ich hebe dich hoch. Ja, gewiss.
Das verbrennt, ja. Das sollte ich mal lieber drin behalten. Weiß ja nicht, was jetzt hier noch passiert. Oh, okay. Pass auf, sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Und jetzt? Wie sollen wir da jetzt dran vorbeikommen? Tür leuchtet, das ist ja auch alles schön und gut, aber ich... Moment. Hä? Wieso kann ich das nicht... Entzündet Blut. Wieso kann ich das nicht machen? Hallo, wieso kann ich jetzt meine Waffe nicht benutzen? Denn? Die Tränke für Hugo müssen da drin sein. Lukas, diese Gefäße? Das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Aber wieso konnte ich da jetzt nichts auf die Ratten werfen und nicht das Feuer entzünden? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Lecker. Hast du was gefunden? Also, das ist es. Da sind noch mehr Gefäße. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein, Lukas. Nichts. Warum ist sein Zimmer unberührt? Nein, das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Ein Opus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich's. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Ein Ort, nun, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen? Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir.